Hallo zusammen, ich begrüße euch heute hier vom Ufer des Rheins. Und zwar werde ich heute versuchen, Karpfen zu fangen. Ob mir das gelingen wird, werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Meine Idee heute, dahinter hier am Hauptsturm zu fischen, ist der derzeit niedrige Wasserstand. Dieser führt meiner Meinung nach dazu, dass die Karpfen sozusagen gezwungen werden, sich im Hauptstrom aufzuhalten, da es in vielen Gewässern mit Verbindung zum Rhein ist, derzeit einfach nur wenig bis gar kein Wasser gibt. Ja? Ein Freund von mir, der Michi und ich, haben uns gezielt ein tiefes Buhnenfeld ausgesucht, da man auch hier schon, wie gerade eben erwähnt, auch bei niedrigem Wasserstand auch fischen kann. Ja? Es gibt hier viele Buhnen auch vor und hinter mir, wo einfach diese Inseln schon alle sichtbar sind und wo es kaum noch Raum gibt, irgendwie für die Karpfen in die Buhnen zu laufen. Ja? Ich habe die letzten 10 Tage immer im Zweitagesrhythmus das Buhnenfeld, also quer durch, im tiefen wie auch im flachen Bereich mit Beulis gefüttert und werde heute einfach mein Glück versuchen. Wie und mit welchen Ködern ich heute fischen werde, das werde ich euch gleich zeigen. Ich fische hier ein Blowback-Rig mit einer Länge von 32 cm. Als Hakenköder für die erste Route verwende ich einen 24 mm Big River Boilie der Firma Baitfabrik und einen 20 mm Barasuit Pop-Up ebenfalls aus dem Hause der Baitfabrik. Die zweite Route fische ich ebenfalls mit einem 24 mm Big River Boilie, diesmal aber in Kombination mit einem 20 mm Pineapple Rum Poppy. Morgen zusammen, ich bin so mega happy, ich durfte zwei Karpfen landen an dem wunderschönen Rhein hier, meine ersten Rheinkarpfen. Ich bin ehrlich, muss ich sagen, stolz auf mich und ich will sie euch natürlich gleich zeigen. Den ersten hier, den etwas kleineren mit 9,5 Kilo, den Spiegelkarpfen, den zeige ich euch jetzt. Wunderschöne Farbe hat das Tier. Wunderschön. Durch den schönen Karpfen. Echt tolle Farbe. Mega stolz. Den zweiten zeige ich euch jetzt gleich dann. So, nun kommt der zweite Karpfen. Ein wunderschöner Rheinschuppi. 14 Kilo hat er, habe ihn gerade gewogen. Schaut ihn euch an. Bin mega glücklich. Ein wunderschönes Tier. Und für mich geht es jetzt ab nach Hause. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.